Das können wir mal da drin lassen. Unglaublich. Hi zusammen und herzlich willkommen. Ja, der Audi TT ist fertig. Einige von euch haben gesagt, Mensch, mach noch mal irgendwas mit einem schönen Taxi. Hier ist er. Rup. Hab da gerade noch mal ein schönes Video mitgedreht, aber eins habe ich noch über und zwar mit euch. Weniger geht es um den Audi, es geht eher darum, dass Augsbeam, die haben mich schon vor langer Zeit angeschrieben. Ne? Also erstmal zur Verfügung gestellt von der Firma Augsbeam und zwar haben die mich schon vor längerer Zeit angeschrieben. Das sind bestimmt 7-8 Monate oder sowas. Ich habe meine E-Mails durchwühlt und dachte, weißt du was? Jetzt hast du Bock da drauf. Ich meine, gut, der Winter ist jetzt schon fast rum, dass man jetzt noch ein Video macht mit Leuchtmitteln, macht keinen Sinn. Und ich sehe schon, wie die Leute sagen, oh, buh. Das Thema ist wohl nicht so angesagt, denn LED-Leuchtmittel sind in Deutschland verboten. Und da wollte ich schon mal ein paar Sachen vorab vielleicht schon mal anmerken. Also ja, Leuchtmittel LED sind nicht wirklich in Deutschland verboten, es sind nur die verboten. Die, das ist echt eine witzige Sache, was hier in Deutschland verboten ist. Und zwar, das sind Leuchtmittel selber nicht. Es ist der Lüfter hier hinten. Denn der Gesetzgeber, das hat mir übrigens ein Zuschauer im letzten Video unter die Kommentare geschrieben, das habe ich mir durchgelesen. Und der Gesetzgeber sagt nämlich, wenn der Lüfter ausfällt, dann geht das Leuchtmittel kaputt und dann hat man kein Licht. Oh, echt? Ja, weil das Ding überhitzt. Aber ich sage jetzt einfach mal so, wenn ein Lichtfaden reißt, ist dann, was ist denn dann? Dann haben wir auch gar kein Licht. Ne? Gut, also hier ist jetzt natürlich zwei Ursachen, die kaputt gehen können, wenn ein, um das Leuchtmittel zum Ausfall zu bringen, einmal der Lüfter und dann natürlich noch die LED. Ob das jetzt damit zusammenhängt, dass man zwei verschiedene Ursachen hat, das weiß ich nicht. Ich sehe gerade von letzten Reparatur sind die Finger mega dreckig. Ich gebe mir hier mal kurz waschen und dann testen wir die beiden mal. Das habe ich ja ganz vergessen zu sagen. Leute, also hier eine Version, ich glaube, die kostet 70, 80 Euro. Hier eine Version, die kostet um die 20, 25 Euro. Und da will ich testen, wo ist eigentlich der Unterschied? Gibt es hier Lichtunterschiede, Helligkeitsunterschiede? Und das ist eigentlich der Test, den ich machen wollte. Das machen wir aber natürlich auch an dem TT, weil ihr wolltet das Flitzer-Taxi nochmal im Bild haben. Deshalb bauen wir das da ein und leuchten das hier mal aus und werden sehen, gibt es denn hier wirklich Unterschiede. So, bevor wir überhaupt mit irgendeinem Einbau anfangen, wisst ihr, was mich da wirklich interessiert? Netzteil, da bin ich echt froh, dass ich dieses Netzteil habe, mit dem wir die Spannung, wir gehen einfach mal auf 13 Volt, mit dem wir die Spannung regulieren können und auch die Stromstärke. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Mich würde interessieren, was wir brauchen die Dinger als erstes an Strom. Also einmal die teure Version, einmal die günstige Version. So, wir nehmen einfach mal ein so ein Leuchtmittel raus. Das ist übrigens das günstigere. Da kann man den Unterschied nämlich sehen am Leuchtmittel selber. Das ist ja viel größere LED. Die technischen Daten, ich muss ja ganz ehrlich sagen, habe ich mir nicht angeguckt. Aber wenn ich hier auf diese Packung drauf schaue, haben wir 360 Grad adjustable, heißt also man kann es einstellen. Das hat mir nämlich schon mal ein Zuschauer gesagt, wenn der Leuchtwinkel am Auto mal nicht passen sollte. Das ist auch geil. Zack, hier drauf. Ich hatte ja schon mal das Problem gehabt, dass die Metallklammer hier nicht drum ging. Wisst ihr, was man machen muss? Man macht den hier ab, dann hat man hier so einen Ring und dann kann man den Ring mit der Metallklammer am Scheinwerfer befestigen. Den hier drauf tun und klack einklinken lassen. Und der hier steht 360 Grad adjustable. Gut, wieder. Ah ja, hier so ein kleines Schräubchen. Ja, gut. Man kann den 360 Grad einstellen, denn manchmal haben wir das Problem, dass das Leuchtmittel in die falsche Richtung strahlt. Und dann streut es. Aber Leute, nicht im Straßenverkehr benutzen, ist nicht erlaubt.
weil hier ein Lüfter dran ist. Gut, ich schweife wieder total vom Thema ab. Ich habe mir auch eine Standardglühlampe mitgebracht, um zu vergleichen, wie viel Strom frisst eigentlich ja, so eine LED. Das interessiert einfach aus Eigeninteresse. Ja, muss man jetzt hier irgendwie plus minus beachten? Ich denke mal nicht, da sind bestimmt Gleichrichter drin. So funktioniert es schon mal nicht. Und so rum. Boah, Leute. Alter. Ja, und jetzt bam. Und der Lüfter. Also ist unglaublich. Der Lüfter dreht sich. Hört ihr das? Damit kann man ja schon fast Röntgen machen. Ey, schaut euch das an. Alter Schwede, ist das Ding in hell. So, was haben wir denn an Spannung hier? Strom meine ich. 1,37 Ampere. Ich erhöhe das mal. 1,36 Ampere. Ich habe das jetzt einfach mal ziemlich hoch gedreht. Das Gerät schickt natürlich nur das raus, was der Verbraucher sich reinzieht. Und hier haben wir 1,35 Ampere bei 13 Volt. Das wären 13, 15 Watt ungefähr, 15 bis 20 Watt. Ne? Ja, das ist die günstige Variante, circa 20, 25 Euro. Jetzt gucken wir mal nach dem teuren Teil. Und temperaturtechnisch, was haben wir? Oh ja, warte, ich habe doch hier irgendwo mein Temperaturlasermessgerät. So, habe ich jetzt mal endlich gefunden. Hat sich schon mittlerweile abgekühlt. 10,8 Grad, das kann nicht sein. 11 Grad. 15. 24, unten am Kühlkörper 15. 21. Wir lassen das vielleicht nochmal leuchten, ne? Lass uns nochmal leuchten. Na, so. So. Ich stell das mal davor, oder? Dann blendet das nicht so. Aber das ist schon ein ziemlich geiles Licht, ne? Also wenn ich die alle vier hier anschließe, dann habe ich reichlich Studiolicht. Ich messe jetzt einfach mal die Temperatur. 16 Grad, 20 Grad, 23, 50, 54, 55, 60. Ja, 61 Grad, 62 Grad, also 67. Das Ding wird schon heiß. Ich kann da nicht in das Licht gucken, ne? So. 69 Grad haben wir hier. Und war 1,3 Ampere, haben wir gesagt, ne? So, dann packen wir das mal wieder ein. Und dann vergleichen wir mal, was macht denn eigentlich das teure Zeug hier? Was haben wir eigentlich überhaupt hier alles mit dabei? Ein Aufkleber. Der wird doch gut hier hinpassen, oder? Sagt mir Bescheid, ob euch das gefällt. Dann lasse ich den da kleben. Zack. Whiteboard, Leute. Ja, Augsbeam hat mir was zur Verfügung gestellt und die kriegen natürlich einen Platz auf mein Whiteboard. Vorausgesetzt, ihr sagt, nö, gefällt mir nicht. Hier, Leute, also, schaut euch mal diese LED an. Ne? Größenverhältnis zu dem hier. Was für ein riesen LED-Leuchtmittel, sagt man. Ich weiß es gar nicht, sagt man das bei LED? Riesen-Leuchtmittel. Und da gehen wir jetzt wieder dran und machen den mal an. Den musst du immer anders anschließen, ey. Boah, das knallt auch. Also hier. Der haut sich auch schon direkt. Haut sich direkt 2,3 Ampere rein. Und der Lüfter ist natürlich deutlich lauter. Hört euch das an. Hier. Das ist ein mega, mega lauter Lüfter. Und ich messe jetzt einfach mal die Temperatur. 50 Grad. Ich bin schon blind. Ich sehe gar nichts mehr. 65 Grad. 66 Grad. Je nachdem, an welcher Stelle man misst.
Aber ich merke schon an der Hand, dass es warm wird. 80 Grad an der Spitze und 2,3 Ampere, schon fast das Doppelte von den kleinen Leuchtmitteln hier. So, jetzt kommt das ja, für mich Interessante. Wie viel haut sich nämlich so ein Standardleuchtmittel rein? 2,3 Ampere, das wären dann ungefähr 20, 25 Watt hätten wir hier ungefähr. 25 Watt. Jetzt machen wir das gleiche, das ist eine H7 und die hat 55 Watt, hat die, glaube ich, ne? 55 Watt. Ja, leuchtet gelb. Komm, leuchte. 4. Ampere. Nochmal das Doppelte als dieses Licht hier. Was mich jetzt interessieren würde, Leute, ist wirklich, bei was für einer Spannung so eine Glühlampe kaputt geht. Das würde mich interessieren, wenn ihr da Interesse dran habt, weil ich kann jetzt die Spannung hier hochdrehen. Hey, passt auf. Also ich kann ja die Spannung hier, ne, können wir schön runterregeln auf 6 Volt. Und dann können wir schon hochdrehen, weil hier stinkt schon alles verbrannt. Das ist so heiß, hier haben wir noch gar nicht die Temperatur gemessen. Warte, wir gehen mal auf 13 Volt. Wie gerade auch. Und messen einmal. Kann man das über 130 Grad schon? Zack, gerade mal angefangen zu leuchten, 130 Grad. Klar, das kann man auch als Heizung benutzen. Also einfach mal ein paar Glühlampen, Standardglühlampen hier anmachen und dann wird es warm. Ne? Frisst halt nur so ein bisschen Strom. 4,2 Ampere für so ein Leuchtmittel. Nochmal das Doppelte als die LEDs. Gut, das wär's in diesem Test. Ach so, ja, und was ich gerade sagte, mich würde es interessieren. Kann man das überhaupt noch anfassen, ne? Wie das mich gleich hier verbrutzelt. Was mich interessieren würde, so ein Leuchtmittel. Bei wie viel Volt gehen die eigentlich kaputt? Ich könnte ja mal ein paar davon so Standardglühlampen kaufen. So die Dinger, die man so im Bauhaus oder an der Tanke im Regal kriegt. Lass es mich wissen, lass es mich unten wissen. Und für die nicht schreiben wollen, einfach nur mit einem Daumen hoch bewerten, werde ich mir auch mal anschauen in ein paar Tagen. Und dann werde ich halt entscheiden, machen wir das oder nicht. Aber das hängt natürlich dann von euch ab. Gut, jetzt ist die Sache, so ein Leuchtmittel ist natürlich mega klein. Dieses hier, das günstige, ist auch schon ziemlich klein im Verhältnis, ne? Dafür, dass es eine LED mit einem Lüfter ist. Diese könnte ihn scheinbar verpassen. Problem kriegt man wirklich häufig bei Leuchtmitteln dieser Größe. Die habe ich ja schon mal getestet in meiner Alhambra. Hat zum Glück gepasst, weil schaut euch das mal an. Wie groß das Ding ist, ne? Der Kühlkörper. Nicht alle Autos haben genügend Platz unter dem Deckel für den Scheinwerfer. Und dann, diejenigen, die das jetzt wirklich im Straßenverkehr benutzen. Also ich rede jetzt einfach nur für Deutschland, weil überall woanders geht das. Es geht. Kein Problem, wenn das Lichtbild passt. Und das interessiert mich auch, das werden wir ja gleich am TT sehen. Der hat nämlich Linsenscheinwerfer. Und wenn er Linsenscheinwerfer hat, dann muss er ein ideales Leuchtbild haben. Und das schauen wir uns dann an, das interessiert mich wirklich. Und speziell für Deutschland verboten, weil da ein Lüfter ist. Und wenn der kaputt geht, dann verbrennt das Leuchtmittel. So ein Leuchtmittel verbrennt ja nicht, wenn der Lüfter kaputt geht, weil der hat ja gar keinen Lüfter. Aber dafür geht die Lampe selbst kaputt. Oh. Ein bisschen warm, komm, wir verstecken das Ding mal hier und wir gehen direkt zum Auto, bauen eins nach dem anderen ein und schauen uns direkt auf der Wand an, wie sieht das eigentlich aus, wie hell ist welches Licht, ist das eine wirklich viel heller als das andere und im Vergleich zum Standardleuchtmittel. So, ich habe jetzt nicht das ganze Licht ausgemacht, mal schauen, wie das jetzt wird. Ja, die Batterie ist leer, wir müssen da jetzt irgendwas machen. Damit wir ein bisschen Strom reinbekommen. Ah, das ist ja total verrückt, kein Strom. So, die Elektronik rappelt. Ich schließe hier jetzt mal meinen Booster an. Mal gucken, wie lange der das mitmacht. Zack. Und leuchtet. Oh Mann, hier mal Lüftung aus, alles aus.
So, das wäre das Leuchtbild von einer normalen H7 und jetzt schmeiße ich eine LED rein. Ich wollte das nicht filmen, wie man die einbaut, aber wisst ihr was, das ist bestimmt interessant wegen der Passgenauigkeit. Also erstmal hier den Deckel raus. Ist auch super sexy beim Audi TT. So, und wo haben wir denn jetzt die H7? Die H7, die ist hier nämlich ganz außen. Und das ist die hier. Wie holt man die denn da raus jetzt? So. Da hat gar keine H7. Das ist nämlich eine beschissene H1 hier. Ja, mega. So, das wäre so das Leuchtmittel, welches hier drin ist. Verdammt, jetzt muss ich mir ein Auto mit H7 suchen. Ja, Leute, TT, das war nix, ey. Ich habe keine Ahnung, eine H1, wir müssen uns jetzt mal auf die Suche machen nach einem H7. Und da habe ich schon was gefunden. Guck mal hier, mit Linsenscheinwerfer, ganz wichtig. Hier ist einer, der hat Linsenscheinwerfer, H7. Und da müssen wir mal gucken. So. Oh, da gucken schon die Ersten. Ha! Geil, rein. Ja, und dann können wir mal losfahren. Aber was ist das denn für eine Karre hier, ey? Kann mir einer mal sagen, wie man das Ding startet? Warte, ich setze mich erstmal ans Steuer. Und dann gucken wir uns das mal an. Wir müssen schnell weg. Boah, sieht aus wie irgendwie so ein Spielzeugauto, ey. Hier kann man gar nichts machen. Schau mal. Noch nie mal ein Zündschloss. Kein Zündschloss. In so eine Kiste habe ich ja noch nie drin gesessen. Boah, Mann. Ach, hier. Ach, das ist bestimmt irgendwie so ein Leihwagen. Guck mal hier. Hier kann man bestimmt einen Euro reinschmeißen. Und dann läuft das. Warte mal. Haben wir doch. Komm, weit wollen wir nicht fahren. 20 Cent reichen. Ja. Ja, Mietauto. RN Plus. Zack. Mietauto. Läuft mit 20 Cent. Mal gucken, wie weit wir kommen. Also so ein Spielzeug bin ich noch nie gefahren. So ein Plastik-Leihauto. Ich weiß gar nicht, ob ich den wieder da stehen lassen muss. Aber ich glaube, den nehme ich mir einfach in meinen Rucksack. Und den nehme ich mit nach Hause. Das ist so ein schönes Spielzeug. Ist auch nicht groß. Renten. Zack. Boom. Sehr schön. Ja, freut mich, dass ich mal endlich ein Auto gefunden habe, mit dem ich die Glühlampen testen kann. Wie das endlich bei so einem Linsenscheinwerfer ist, also mit Linse. Beim letzten Video hat mich jetzt gestern noch einer gefragt, definiere Linsenscheinwerfer. Ja, nicht Linsensuppe, ey, Linse. Was soll ich da definieren? Linse, da ist eine Linse drin, vorne so ein Auge. Ja, und das ist eine Linse für mich. Also, na gut. Sachen gibt es, die gibt es gar nicht. Die sehe ich immer wieder. Ist nicht normal. Aber gut. Ich würde sagen, wir schmeißen die Leuchtmittel rein und gucken, wie das Leucht- oder Lichtbild ist, wenn wir wirklich eine Linse davor geschaltet haben. Denn beim Scheinwerfer ohne Linse gab es wirklich Probleme. Die haben zu sehr gestreut. Und los geht's. Also schauen wir uns mal das Leuchtbild an von den Originalglühlampen. Hier. Zack, wenn ich jetzt das Licht anmache. Schaut mal, so sieht's aus. Und jetzt schmeißen wir mal eine LED-Lampe rein. So, machen wir mal die Haube auf beim Smart. Also hier, wenn mal einer eine Haube braucht, dann braucht da vorne nichts aufdrücken. Es geht einfach so und dann kann man die hier schön einhängen. Servicestellung praktisch. Und dann würde ich sagen, wisst ihr was, hier kommt man am besten an den Scheinwerfer dran. Also für euch vielleicht etwas unpraktisch. Hier ist einfach eine Gummitülle, Abdeckung. Oh ja, ich sehe schon, das ist ganz schön knapp hier. Das ist hier ganz schön knapp. Wahrscheinlich werden wir den Deckel vom Scheinwerfer nicht drauf bekommen. So, und da haben wir es. H7. Die sieht aber auch schon richtig runtergerockt aus.
Sehen Sie das? Die Glühlampe ist schon ziemlich im Eimer. So, als erstes, zack, das sind die, die teuren Dinger. So ist es richtig. Und hier die billigen. Wir schmeißen erstmal das, die günstigere Version rein. Mit dem ganz kleinen, ja, LED-Stück. Ja, hier so eine kleine LED. So ein Stromanschluss. Die schmeißen wir erstmal rein. Und dafür mache ich aber mir das hier erstmal ab. Dann schmeiße ich diese Abdeckung da drauf, damit ich gleich mit der Metallklammer keine Probleme kriege, weil die Metallklammer kriegt man ja niemals hier so durch. So, die Glühlampe, oder die Fassung ist schon mal drauf. Jetzt muss die LED mal da rein. Boah, das ist echt nicht einfach. Die muss jetzt hier einmal angesetzt werden und gedreht werden. So, Lämpchen ist drauf. Wir machen die Stromverbindung. Die schieben wir drauf. So, Strom haben wir drauf. Und jetzt einmal gucken, passt denn der Deckel überhaupt drauf? Das sieht nämlich nicht so aus. Also, das ist schon eine ziemlich knappe Kiste hier, so wie ich das sehe. Also, Deckel kriege ich nicht drauf, ums Verrecken. Also, das klappt schon mal nicht. Ja. Das ist natürlich schade. Die Köpfe sind einfach zu groß. Und das war jetzt erstmal die kleine LED. Mit der großen wird es wahrscheinlich noch schwieriger. Aber gut, wie auch immer. Wir gucken uns jetzt einmal das Lichtbild an. Oder das Leuchtbild. Problem ist jetzt habe ich die Haube hier auf den Scheinwerfern. Wir lassen die einfach mal hier so. Ja, kann man die runterhängen lassen? Die müssen wir zumindest mal ansetzen. Also, angemacht. Und schaut euch das an. Wow, ist das so hell hier. Sieht schon ganz okay aus, also streut nicht nach oben oder sowas, das Leuchtbild, muss ich aber gleich mal vergleichen mit dem, was ich vorher gemacht habe, es kommt mir so ein bisschen vor, als würde das so ein bisschen anders, ja, streuen oder was, ne? Also der Winkel, der ist nicht ganz gerade, aber es leuchtet schon mal nicht nach oben, also es streut nicht so viel. So, und jetzt machen wir mal die Höhenverstellung, wenn wir die hier mal betätigen. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich hätte jetzt gesagt, wir holen erstmal die raus, machen die andere Lampe rein, das andere Leuchtmittel rein und testen das versus praktisch, oh, das ist aber heiß geworden. Wir testen es quasi versus dieses hellere und dann alle beide noch einmal. Nächster Step. Boah, das ist die hier. Schaut mal. Eine Riesen-LED, ein Riesen-Kühler. Ich bin echt gespannt, wie das hier, wie hell der leuchtet. Diesen brauchen wir eigentlich gar nicht, weil den habe ich schon von der anderen Glühlampe drin. Zack, rein und einbauen. Ja, das war einfach. Dann anschließen, Stromversorgung, so, den Deckel brauche ich gar nicht probieren, Leute, der geht sowieso hier nicht drauf, also dieses Leuchtmittel ist noch größer, doch das eigentliche Problem, welches ich hier sehe, ist wirklich einfach nur dieses Kabel, ne? Wenn man hier Platz hätte, um dieses Kabel zu verstauen, dann würde man das wahrscheinlich noch zukriegen, wartet mal, oh ja, habe ich verstaut gekriegt, und Deckel ist drauf, unglaublich. Schaut mal. So, den Deckel habe ich drauf gekriegt. Und ist auch dicht. So, zweite LED mit mächtig, ja, mit viel mehr LED ist drin. Oh, 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 hier sehen wir was. So sollte es nicht sein. Schaut euch das an. Das sieht nicht wirklich gut aus. Ich weiß nicht, versuche mal da dran zu drehen, ob man da was machen kann. Warte, wo kann ich euch abstellen? So, die LED brummt. Ich drehe mal am Leuchtmittel, ob man hier irgendwas machen kann. Das Bild verändern. Und schaut mal, nein, es geht nichts. Also, ich kann es in verschiedene Richtungen drehen, aber verändert sich nicht. Also, das gefällt mir hier schon mal nicht.
Es würde nämlich hier jetzt den Gegenverkehr blenden. Das ist einfach blöd. Also die große LED klappt schon mal nicht wirklich gut. Jetzt machen wir eins, jetzt vergleichen wir einmal. Ich mache die dunklere LED hier auf den linken Scheinwerfer und vergleiche das Lichtbild einfach mal, ja, mit den beiden LEDs. So, also ich habe jetzt links und rechts LED-Licht. Auf der linken Seite eine Lampe, die kostet 20, 30 Euro, ich glaube 20, 25 Euro. Auf der rechten Seite eine, die dreimal so teuer ist und viel mehr Power hat oder das Doppelte an Watt wie die linke. Und schaut euch das Ergebnis an. Also ich muss sagen, ich bin echt, wie soll ich sagen, überrascht. Und worüber zeige ich euch. Und ich bin echt überrascht, dass es hier keinen Unterschied gibt. Das hier, diesen Leuchtkegel, den haben wir jetzt, weil das rechte Licht auch nach links leuchtet. Und rechts, ja, gut, also, aber es geht, so wie ich es sehe, nicht über in den, ja, in den Gegenverkehr. Wobei, dieses hier wird mich schon stören. Und diese Amplitude oder was, das, was hier hochgeht, das wird mich stören, weil das wirklich in den Gegenverkehr geht. Und das ist die teure Lampe. Und die günstigere Version wäre das hier. Ja, Leute, das war ein praktischer Test, ja, zu den LED-Lampen. Aber ich würde sagen, wir treffen uns jetzt nochmal am Tisch und machen ja, das Schlussgespräch und noch einen anderen kleinen ja, Vernichtungstest. Schlussgespräch. Lass uns an der Werkbank treffen. So, alles klar. Sind wir fertig? Oh, ich sehe gerade, die Kamera steht so ein bisschen schief, aber geht das eigentlich für euch? Ja, sind wir fertig mit dem Einbautest, mit dem praktischen Test? Ich muss sagen, ja, hey Leute, LED ist verboten, aber ich glaube, es ist nur in Deutschland verboten, oder? Gehen wir mal vom Straßenverkehr raus. Und wir haben, keine Ahnung, Offroad oder sowas. Viele nutzen die Dinger ja, wenn sie nämlich ein bisschen Offroad fahren. Im Gelände, ich weiß nicht, hier so, was weiß ich, ne, so übers Wochenende gibt es ja so Tracks. Dann schmeißt man sich die Dinger rein. Wenn man nämlich um 1, 2 Uhr nachts irgendwo rumfährt, dann macht das mit Sicherheit Sinn. Und es ist scheißegal, ob man jemanden blendet oder nicht. Aber im Straßenverkehr nicht zu benutzen. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, wegen diesem Ventilator. Ich sehe gerade hier, in dieser kleinen Packung, in der günstigen Version, habe ich das hier entdeckt. Eine Installationsanleitung, wie man damit umzugehen hat, wie man die Teile einbaut. Ja, aber eine Sache wollte ich noch machen, damit das hier, ja, damit ihr wisst, dass ich diese Lämpchen hier nicht verwenden werde. Da hol ich gerade mal was. So, zack, boom, ein Behälter mit Wasser und wir machen jetzt erstmal einen kleinen, ja, wir versenken die Teile quasi. Was haben wir? Ampere ist hochgedreht. Wir haben 12,9 Volt, 13 Volt, schieben hier die Litzen da drauf, falsch rum. Also keine Angst bei Verpolung, Leute, es passiert einfach nichts. Der Lüfter läuft, schön. Mega. So, komm. Das ist ja mal ein geiles Licht, oder? Das kann ich mir ja hier überall in die Ecken stellen. Dann wird es richtig schön hell. So, so. Wow, der ist richtig laut. Der geht richtig ab. So, komm, wir machen mal direkt zwei Stück da dran. Dafür hole ich mir noch weitere Klemmen. Momentchen. So, noch eine Krokodilklemme. Die machen wir hier an grün, an schwarz, gelb, an rot und... Das Ding geht richtig ab. Was zieht er jetzt an Strom komplett? Boah, ist das hell, oder? Ist das hell? Ja, jetzt zieht er viel weniger Strom. Guck mal, 2 Ampere nur. Zogen wir mal aus dem Wasser raus. Weil die... Warte, ich muss das hier mal gerade so ein bisschen zudecken.
So, dann sieht auch was, weil die Lüfter nicht laufen oder was, aber da müssen die ja normalerweise viel mehr Strom ziehen. Und wann gehen die jetzt eigentlich kaputt? Gibt's doch gar nicht. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie LED, die gehen kaputt oder so. H7. Einfach zu installieren, extrem hell, 5000 Stunden Licht. Gibt's hier nicht eine Anleitung? Doch, hier in diesem Buch. Komm, warte mal, dann müssen wir das eben so machen, zudecken. Dann haben wir hier wahrscheinlich das Licht, so eine kleine Betriebsanleitung. Okay, also auch hier in großer Form, ne? Da zahlt man für die große Lampe, zahlt man natürlich das 3-4-fache. Dann haben wir eine große Installationsanleitung, wie man damit umgeht, oder wie man das einbaut. Und hier eine Customers who purchase from Amazon. Okay, für Kunden, die bei Amazon eingekauft haben, steht hier, bitte bewertet uns positiv. Ich sehe es schon kommen, dieses Video hat so viele Negativkommentare. Aber das Komische ist, es gibt so viele Negativkommentare. Aber ich kann euch eins sagen, so viele Leute kaufen sich trotzdem diese LEDs. Und einige sagen auch, ja, das ist nicht schlecht, das ist toll. Und einige fragen mich auch, hey, funktionieren die immer noch? Laufen die lange an dein Auto? Ich habe die nicht eingebaut, also ich verwende die nicht. Ich will den Verkehr nicht blenden. Ich habe auch keinen Bock, meine Betriebserlaubnis am Auto zu verlieren. Denn das passiert da damit, wenn man dieses verwendet. Hier steht sogar H7 Socket für exklusiv Vehicles. Hier steht sogar, für welche Fahrzeuge dies sich eignet. Und ich kann hier aber nirgendwo sehen, was steht, wenn die Dinger nass werden. Also die müssen ja eigentlich nass werden, weil wir haben ja immer Dampf im Scheinwerfer. Also die Scheinwerfer sind ja häufig von innen feucht. Also müssen die eigentlich wasserdicht sein oder keine Ahnung. Ja, also das Wasser ist nicht warm, die Kabel sind warm, diese dünnen Dinger, die sind warm. Gut, ja, wisst ihr was? Also ich hätte jetzt gesagt, kommen wir zum Schlusswort. Wow. Guck mal, wie geil das aussieht. Ja, Leute, kommen wir zum Schlusswort. Also, das Ergebnis. Mit der billigen LED haben wir den Deckel nicht zugekriegt, weil der Fuß einfach so blöd geformt ist, dass wir den Deckel nicht zugekriegt haben. Bei der großen LED habe ich den Deckel zugekriegt, aber da war direkt hier das Plastik drüber. Und somit hatte der Lüfter nicht wirklich seine volle Funktion, seine volle Leistung erreichen können, weil, ja, und ich denke, da würde auch schnell kaputt gehen. Jetzt habe ich natürlich vor ein paar Tagen schon das Foto gepostet auf den sozialen Medien und da habe ich ja schon so viele negative Antworten dazu gekriegt. Hey, die Dinger, die halten nicht, die gehen kaputt, die sind nicht zugelassen, man kriegt den Deckel vom Scheinwerfer nicht zu. Ja, das stimmt. In vielen Fällen kriegt man den Deckel vom Scheinwerfer nicht zu, dann wird der Scheinwerfer dreckig. Korrekt. Der Deckel muss immer zu sein. Einmal damit der Dreck, also wir haben immer eine Verwirbelung im Motorraum und wenn der Deckel vom Scheinwerfer offen ist, dann geht Dreck da rein und wir haben einen schmutzigen Scheinwerfer. Der Deckel muss zu sein. Deshalb für die Leute, die sich sowas einbauen wollen, Achtung, für den Offroad-Bereich natürlich. Achtung, die Scheinwerfer gehen nicht zu, von hinten passt häufig nicht und dann wird der Scheinwerfer dreckig. Betriebserlaubnis, allgemeine Betriebserlaubnis erlischt beim Einbau dieser Leuchtmittel, weil die mit einem Lüfter betrieben werden und dadurch haben wir das Problem, wenn der Lüfter ausfällt, dann brennen die Lämpchen durch. Leuchten immer noch fleißig? Ja! Ich habe hier Gespenster, die laufen hier rum und treten meine Leiter um. Leuchten immer noch fleißig. Das können wir mal da drin lassen. Unglaublich. Ja! Leute, das war's zu Outspeed. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen vielleicht mal einen Test oder ja, bei der Auswahl eines Leuchtmittels vielleicht helfen, der sich wirklich eins kaufen will. Also man muss es jetzt auch nicht immer für Abblendlicht verwenden. Ich finde, das ist eine gute Option. Ich sammle die Dinger gerade, vielleicht um eine Auslichtung hier zu machen. Ne? Ein bisschen mehr von den LED-Lampen oben an der Decke und dann habe ich hier ein wunderschönes Licht für meine Videoproduktion. Und vor allem, was hier jetzt, also für mich jetzt wichtig war, ihr habt gesehen, diese kleine mit den kleinen LED-Leuchtmitteln leuchtet aus meiner Sicht genauso hell wie die mit dem großen LED. Ich habe es schon ganz am Anfang gezeigt, wie der Unterschied ist zwischen den LED-Körpern, ne? Seht ihr das? Also, das ist ja riesig. Und das ist mini klein. Trotzdem war es auf der Wand zu sehen,
dass beide gleich hell sind. Gut, ich denke jetzt natürlich, wenn man damit mitten im Wald fährt, irgendwo, wo es dunkel ist, dass vielleicht die mit dem großen, großen LED-Feld, dass sie wirklich viel weiter und viel mehr ausleuchten. Kann gut sein, habe ich nicht getestet, kann gut sein, aber gut, für die normale, für den normalen Gebrauch, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, also es war aus meiner Sicht komplett identisch. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Augsbeam. Bedanke mich ganz herzlich bei Augsbeam für die Zurverfügungstellung des Artikels. Würde sagen, lasst mir Kommentare da unten. Also einmal für die Kollegen, die im Nachhinein irgendwelche zusätzlichen Informationen suchen zu den Leuchtmitteln. Von mir aus schreibt es nochmal hin, dass es keine ABE gibt und. Macht das, schreibt unten in die Kommentarbox. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein bisschen mehr Daumen hoch da lassen würdet als Daumen runter. Ne? Es geht jetzt einfach nur um den reinen Test, nicht diesen, hey, ich will euch locken, jetzt die Betriebserlaubnis eures Fahrzeuges zunichte zu machen oder sowas. Darum geht es gar nicht, einfach nur um den LED-Test. Ja, Leute, vielen Dank, wir sehen uns demnächst auf YouTube. Ciao, euer Schrauber.